herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Mein Name ist Felix Früchtel und es freut mich sehr, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind. Heute geht es um Ihr Geld, um Ihre Altersvorsorge. Darum, dass Banken und Versicherungen sich anscheinend verzockt haben und diese Fehlkalkulation in der Vergangenheit und die Fehlallokation verschiedener Assets dazu führt, dass Ihre Altersvorsorge, vielleicht in Form einer Lebensversicherung, einer Rentenversicherung, eines Girokonto, Bankkontos, in welcher Form auch immer, deutlich ins Straucheln geraten wird. Die Bankenpleite hat also unmittelbare Auswirkungen auf Sie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser neuen Folge und freue mich auf Ihre Rückmeldung zu diesem Thema. Denken Sie dann auch, dass Ihre Altersvorsorge unmittelbar in Gefahr ist? Die Silicon Valley Bank hat es erwischt. Sie ist in die Insolvenz gerutscht und mit ihr hat sie natürlich ein Beben auf den Finanzmärkten ausgelöst. Jetzt haben wir gerade eben auch gesehen, dass die Credit Suisse, die ja letzte Woche dann schon gesagt hat, dass sie ein bisschen in Schieflage gerät, diese Woche dann von der UBS übernommen worden ist. Das heißt, wir haben wirklich einen Riesenumbruch aktuell in der Bankenbranche und nicht ganz unbegründet haben viele Ökonomen auch Angst vor einer neuen Banken- und Finanzkrise, so wie wir das auch schon 2008 erlebt haben mit der Lehman-Pleite. Jetzt haben wir aber ein Thema, das nicht so auf dem Schirm von jedem ist, weil so eine Bankenpleite, die ist immer weit weg, weil man hört ja, naja, die Einlagen für mich als privater Sparer, die sind sicher. Sie können sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, dass uns damals die damalige Regierung 2008 auch prophezeit hat, dass unsere Einlagen sicher wären. Ob das dann im Zweifelsfall wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber so eine Bankenpleite betrifft mich ja jetzt nicht direkt. Wieso ist es dann aber trotzdem so, dass meine Altersvorsorge aufgrund der Pleite der Silicon Valley Bank in irgendeiner Form davon tangiert wird und auch großen Gefahren ausgesetzt ist? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Nochmal Revue passiert. Die Silicon Valley Bank hat in den letzten Tagen für Furore gesorgt, weil sie entsprechend keine Liquidität mehr für Auszahlungen zur Verfügung stellen konnte. Warum war das der Fall? Naja, die Silicon Valley Bank hat, wie es der Name schon sagt, vor allem viele Tech-Unternehmen im Silicon Valley unterstützt. So, es gab einen Liquiditätsabfluss von der Bank, der hat auch unter anderem damit zu tun, dass einfach Vertrauensverluste vorhanden waren, die dann dazu geführt haben, dass viele Unternehmen und dann auch viele Investoren tatsächlich das Kapital relativ kurzfristig abgezogen haben. Die Liquidität war natürlich bei der Silicon Valley Bank jetzt nicht vorhanden. Das heißt, sie hatten das Kapital ja nicht irgendwo rumliegen oder auch nicht im Bar irgendwie im Schließfach hinterlegt, sondern das war ja investiert. So, und die Silicon Valley Bank hatte eine Problematik. Sie war sehr stark in Staatsanleihen auch investiert. Das heißt, auch das haben sie genutzt in der Vergangenheit, um Geld vermeintlich sicher zu parken. Zu sagen, naja, wir haben hier ein bisschen Überschuss an Kapital, das parken wir mal in Staatsanleihen. Die Staatsanleihen hatten im Jahr 2022 die schlechteste Performance seit über 200 Jahren. Das heißt, wir haben tatsächlich keine Bankenkrise, keine Finanzkrise, keine Eurokrise, sondern eine Staatsanleihenkrise. Diese Staatsanleihen sind zumindest in Europa teilweise um bis zu 40-50% im Wert gefallen. Aber, und jetzt wird schon langsam Schuh daraus, das musste in den Bilanzen nicht gekennzeichnet werden. Die wurden also immer noch zum Nominalwert tatsächlich bilanziert. Also mal angenommen, eine Anleihe wurde zum Nominalwert von 100 angeschafft und die wird irgendwann zu, keine Ahnung, 100 dann auch wieder bedient in Zukunft mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Zinszahlung von, sagen wir mal, 1%, die es in der Vergangenheit gab, dann wurden diese Anleihen mit 100 entsprechend bilanziert. Der faire aktuelle Wert lag jetzt aber dann nur noch irgendwo bei 60, 70 zum Beispiel, aber die Banken haben entsprechend nicht wertkorrigiert, weil sie das entsprechend bilanziell gar nicht mussten. Das heißt, diese Differenzen, die man hat und die fehlende Liquidität, die einfach gar nicht da war, die wurde gar nicht offenkundig gezeigt. Sie wurde aber spätestens jetzt bekannt, wo dann entsprechend die Liquidität abgezogen worden ist und man diese Staatsanleihen zu diesem niedrigeren Wert verkaufen musste, um Liquidität zu bekommen. Oh, und da beißt sich dann tatsächlich die Katze in den Schwanz, weil jetzt haben wir die Problematik, die wir auch schon lange prophezeit haben.
Staatsanleihen mussten liquidiert werden. Man hat nur einen Bruchteil des Wertes bekommen, der nominell in der Bilanz steht. Man konnte die Liquiditätsabflüsse so in der Form gar nicht bedienen. Man rutscht in die Insolvenz. Was hat das jetzt mit Ihrer Altersvorsorge zu tun? Sie fragen sich, was hat das mit meiner Lebensversicherung, mit meiner Rentenversicherung, mit meinem Bausparer, mit meinem Riester-Vertrag zu tun? Einiges und viel mehr, wie Sie vielleicht in dem Moment ahnen möchten. Denn auch die Deutschen und vor allem im Speziellen die deutschen Versicherer sind sehr, sehr stark in Staatsanleihen investiert. Das heißt, die Problematik, der sich jetzt aktuell die Banken und hier in dem Fall jetzt die Silicon Valley Bank im Besonderen ausgesetzt sieht, dieser Problematik sind auch die deutschen Lebensversicherer ausgesetzt. Das heißt, wenn es bei den deutschen Lebensversicherern zu einem übermäßigen Liquiditätsabfluss kommen sollte, haben wir hier genau 1:1 das gleiche Problem wie bei der Silicon Valley Bank. Der Liquiditätsabfluss könnte gar nicht bedient werden, denn es müssten dann irgendwann auch die Staatsanleihen liquidiert werden. Und manche Versicherungsgesellschaften in Deutschland haben eine Staatsanleihenquote ihres investierten Kapitals von fast 90%. Das heißt, die müssten dann liquidiert werden. Und hätten eben nicht mehr den Wert, wie er in der Bilanz tatsächlich dargestellt wird. Und die Liquidität würde schlichtweg fehlen. Die haben also keine Kohle mehr und können nicht an die Versicherungsnehmer, nicht an sie auszahlen. Sie würden also nur einen Bruchteil ihres Wertes aus der Altersvorsorge bekommen. Jetzt darf man natürlich an der Stelle nicht vergessen, das Kundenspektrum ist natürlich deutlich diversifizierter bei den deutschen Lebensversicherungen wie bei der Silicon Valley Bank. Die war auf Tech-Unternehmen im Silicon Valley spezialisiert, das waren deren Kunden. Jetzt haben deutsche Lebensversicherer Hunderttausende, Millionen verschiedener Kunden aus verschiedenen Einkommensklassen, mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Gedanken, warum sie die entsprechende Altersvorsorge abgeschlossen haben. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlicher, dass alle Kunden einer Versicherungsgesellschaft oder ein Großteil der Kunden einer Versicherungsgesellschaft gleichzeitig die Gelder abziehen. Aber wenn ein externer Faktor, ein externer Umstand dazukommt, den die Versicherungsgesellschaft an sich gar nicht beeinflussen kann, zum Beispiel in irgendeiner Form wirtschaftliche Einflüsse, wo Leute einfach das Geld abziehen müssen oder auch politische Einflüsse, die die Versicherungsgesellschaften an sich gar nicht beeinflussen können, dann kann es durchaus dazu führen, dass eben ein Großteil der Liquidität kurzfristig abgerufen wird und dass die Versicherungsgesellschaften diese Liquidität kurzfristig gar nicht zur Verfügung stellen können. Das heißt, das war eine Blaupause in der Finanzbranche, die Pleite der Silicon Valley Bank, die Schieflage der Credit Suisse. Und da werden auch noch einige weitere Banken dann wahrscheinlich dazukommen. Vielleicht, wenn Sie das Video anschauen und das Video schon ein paar Tage alt ist, ist die nächste Bank dazugekommen. Einfach mal drunter kommentieren, wo ihr glaubt, wo Banken tatsächlich auch noch in Zukunft mit zu kämpfen haben werden, welche Bank vielleicht als nächstes in Schieflage geraten wird. Würde mich interessieren. Und Fazit aus dem Video soll einfach sein, man soll sich nicht zu sicher fühlen, auch nicht bei Versicherungen, auch wenn da das Wort sicher vorkommt. Aber man soll sich da einfach nicht zu sicher fühlen bei Banken und bei Versicherungen. Wir haben gesehen, wie schnell das kippen kann. Und im Zweifel ist es dann tatsächlich so, dass man nicht an sein investiertes Kapital kommt, dass man von seiner Altersvorsorge vielleicht gar nicht mehr das hat, was man dann entsprechend eigentlich glaubt zu haben. Was wären die nächsten Möglichkeiten, die nächsten Schritte? Einfach mal gucken, wie viel Geld habe ich prozentual von meinem gesamten Vermögen bei Banken und bei Versicherungen geparkt? Habe ich das alles bei einer Bank und bei einer Versicherung geparkt, dann würde ich das vielleicht ein bisschen aufsplitten, damit man nicht auf dieses Einzelrisiko tatsächlich daran so sehr gebunden ist und an diesem Einzelrisiko so sehr hängt. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das Kapital in der heutigen Zeit bei Banken und Versicherungen noch gut aufgehoben? Dazu haben wir viele andere Videos gedreht. Unser Credo ist ja immer tatsächlich raus aus den Geldwerten zu gehen, zumindest im Großteil seines Vermögens und dann tatsächlich auch Vermögenssicherungen über Sachwerte oder dergleichen zu betreiben. Und da gehört es sich auf jeden Fall auch mal seine Lebens- und Rentenversicherung, wenn Sie da noch eine haben sollten, die auf die Probe zu stellen. Ich verlinke Ihnen unten mal in den Links einen Link zu unserer Homepage. Da können Sie einfach mal eine kostenlose Bewertung bei uns durchführen lassen. Da wissen Sie, was ist denn Ihre Versicherung noch wert und wie viel Risiko ist denn da wirklich drin. Und kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für dieses kurze Update. Schauen Sie sich Ihre Geldversprechen an, diversifizieren Sie und trauen Sie Banken und Versicherungen nicht ganz so sehr.
Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.